Meine Lieben, ich war bei Action und ich habe mir hier tatsächlich so einen richtig günstigen Buntstiftkasten geholt. Der ist von Craft Sensation. 80 Stifte für 10 Euro. Also das ist natürlich irgendwie klar. Das ist sehr günstig für so einen Stiftekasten. Ihr kriegt hier so eine Metallbox, ist unbezahlte Werbung. Ich habe es selber alles gekauft. Und die Stifte kommen hier, sind dann in so einem Plastikteil. Das kann man dann halt so rüberziehen. 80 Farben. Und eins, was mir gleich aufgefallen ist, bevor ich dazu komme, wie wir die Erfahrung beim Kolorieren ist. Hinten habt ihr hier so eine Stiftfarbe. Also ich habe gemerkt bei meinem ersten noch sehr kurzen Test, da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Guckt lieber vorne. Vorne, welche Farbe das hat. Weil ich finde, dass die Farbe hier ein bisschen leuchtender ist als das, was hinten drauf ist. Weil so macht die Farbauswahl auf mich nämlich. Wir können das ja noch mal mit einer anderen Farbe testen. Ein bisschen stumpfen Eindruck. Aber das hat man ja öfters, dass man so ein bisschen gucken muss, dass man nicht immer alles glaubt, was hinten drauf ist. Ich finde auch, die Farbe sieht irgendwie anders aus als die. Deswegen halt auf die Spitze gucken. Ich bin nicht der Typ, der sich eine Farbübersicht macht. Also es ist so, ich habe dann gestern mit denen schon was koloriert. Um so ein bisschen was ein Gefühl zu kriegen, habe ich hier die Torten koloriert. Und muss sagen, ich war doch überrascht, dass die Farben mir doch ganz gut gefallen haben. Im ersten Anlauf dachte ich so, oh nee, das sind ja alles solche dumpfen Farben. Aber ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe noch den Kasten noch nicht im Langzeittest gehabt. Also das ist jetzt der erste kurze Eindruck. Und ich habe hier gesagt, ich möchte auch was, wo ich ein bisschen mehr Fläche habe, weil das ist ja hier ganz schön fein. Habe die Grinsekatze koloriert und muss sagen, ich bin damit zufrieden. Also ich bin damit zufrieden, auch bei den Augen, dass das ganz gut aussieht. Hier sind solche leichten Übergänge, das ist mit den Stiften möglich. So, und es ist ja auch wirklich so, der Kasten kostet 10 Euro, wir sind bei 12,5 Cent pro Stift für einen guten Buntstift. Könnt ihr ja wirklich rechnen, dass ihr ab 2 Euro so, vielleicht wenn man oder aufwärts pro Stift bezahlt. Aber ihr könnt da, aber natürlich gibt es einen Haken an der Sache. Das erzähle ich auch gleich, während ich was koloriere. Was der Haken an den Stiften ist, erzähle ich euch, wenn ich ein bisschen koloriere. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen affig, aber ich weiß, dass es ja einige Leute gibt, die damit Probleme haben. Wenn ihr irgendwelche Gicht, Arthrose oder irgend sowas in den Händen habt, tut euch bitte einen Gefallen und nehmt ein bisschen ein paar Euro mehr in die Hand. Ne? Es müssen ja nicht und holt euch diese Stifte nicht, weil es ist wirklich so. Damit das hier funktioniert, muss ich sehr, sehr viel Druck drauf geben, damit ich ein ordentliches Ergebnis kriege, mit dem ich zufrieden bin. So, weil ich mache das jetzt mal hier
Ich mache jetzt hier ganz locker aus dem Handgelenk, dann sieht das so aus. So, jetzt gebe ich schon so ein bisschen mehr Druck. Und damit ich wirklich die volle Farbvielfalt habe, muss ich jetzt hier wirklich schon so viel Druck geben, dass wenn ich das jetzt ein paar Stunden machen würde, obwohl ich jetzt nicht so extrem Probleme mit den Händen habe, würde ich das wirklich merken. Also deswegen wäre wirklich mein Tipp, wenn ihr Probleme mit den Händen habt in irgendeiner Form, dann gönnt euch Stifte, die ein bisschen weicher sind, weil die sind wirklich schon sehr fest. Und das braucht da ein bisschen, wirklich, ein bisschen ist gut. Also ich gehöre zu den Leuten, die eh zu doll aufdrücken. Aber ich brauche da wirklich Druck, um die Ergebnisse zu bekommen. Und das, finde ich, ist jetzt hier wirklich der Nachteil. Ich bin da auch kein Techniker, technisch so visiert. So, und mein Tipp wäre jetzt für die Leute, die sagen, ich bin mit den Stiften noch nicht richtig in den Test gegangen. Ich habe die jetzt erst ein bisschen ausprobiert, hatte nur ein Set. Es gibt noch diese 8 Colored Pencil. Die sind auch wasservermalbar. Leidlich, glaube ich. Da kann ich auch mal nichts zu sagen, weil ich selten mit wasservermalbaren Stiften arbeite und nicht so den Vergleich habe. Und die sind mühweicher. Also die sind zwar auch hart, ihr müsst Druck aufüben, aber es ist nicht ganz so schlimm wie hier bei den Stiften. Na, ich sag mal, das Attraktive einfach bei den Stiften ist, also das Attraktive ist halt wirklich, dass ihr einen kompletten Stiftekasten habt, während ihr bei dem anderen Set. Mehrere Sets euch zusammen kaufen müsst, damit ihr überhaupt eine Farbauswahl habt, damit ihr in Anführungsstrichen alles kolorieren könnt. Naja, also mein Fazit ist, wie gesagt, der Kasten kostet 10 Euro, 12,5 Cent für einen Stift. Qualitätsstifte könnt ihr eigentlich eher so um die 2 Euro aufwärts rechnen. Ich glaube, lasst mich lügen, also Faber-Castell, Polychromos in den teureren Läden sind so bei 2 Euro. Man kriegt ja auch ein bisschen günstiger. Und den teuersten Buntstift, den ich bisher gesehen hatte, war bei 3,75. Da ist das natürlich irgendwie verlockend, sich diesen Kasten zu holen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich das dann halt als Übergangslösung erstmal holt. Wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, will ich mit Buntstiften kolorieren, muss ich aber auch klar machen darüber, dass wenn man, sage ich mal, bessere Buntstifte hat, dass es leichter ist mit der Koloration, man hier sehr, sehr viel Druck ausüben muss, damit man hier ein brauchbares Ergebnis hat. So, und insgesamt ist es aber so, dass ich eher von den Stiften, muss ich sagen, positiv überrascht bin, weil ich davon ausgegangen bin, ich kaufe die mir mal zu Testzwecken. Wenn die nichts taugen, dann drücke ich die vielleicht irgendwie so ein Kind oder irgendjemanden in die Hand und sag mal, oder habe sogar überlegt, hätte das vielleicht sogar zu meinem Kunstkurs mitgenommen, hätte mit der Leitung gesprochen, hätte gesagt, sag mal, der Kasten ist nicht doll, wollen wir den nicht für einen Kurs hier irgendwie bunkern, und wenn der weg ist, ist er weg. Aber es ist so,
dass ich das Gefühl habe, wie gesagt, wenn man da sehr viel Kraft reinsetzt, kann man da relativ gut mitarbeiten. Und wer, sage ich mal, jung mit starken Handgelenken ist, wird damit schon schöne Sachen machen können. So, das war jetzt mein Fazit zu den Stiften. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich, wenn ich die hier mal getestet habe, ob ich da auch eine relativ kurze Zusammenfassung mache. Und ich kann euch allerdings sagen, wirklich, dass ich halt, ich habe auch, ne, ich habe teurere Stifte, ich habe, und da ist das Arbeiten halt ein ganz anderes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.